Konfetti, ich hatte das einmal beim öffentlichen Laufen, da waren so Plastikteile auf dem Eis. Und das ist nicht witzig, wenn man da einmal mit dem Schlittschuh drüber kommt. Nein, muss man ganz ehrlich sagen, also das ist schon sehr körperbetontes Spiel. Ja. Oh. Gehalten. Schön gehalten. Also, ja. Ich von uns aus an, auch wenn wir die Braunlagener gerade mehr hören, weil sie halt einfach direkt neben uns sitzen. Genau. Vielleicht sind sie auch alle heiser, ich weiß es nicht. Aber Stimmung ist. Finde ich schon. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, wir waren auch so mit 20 Leuten, glaube ich, da. André Le Présent. I cannot speak French. I'm so sorry. I only speak Dutch and German and English, of course. And a little bit of Danish. Oh, und Tor. Da war das Tor. Ja. C.E. könnt ihr auch Wiederholung einblenden, wenn das 0:1 fällt. Ist gerade gefallen. Leider. Würde funktionieren, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht mit Einblendungen. Wir haben es mal versucht und wir versuchen es immer wieder mal. Ist ein bisschen schwieriger. So, für Janke ist ja jetzt natürlich die Strafe durch das Tor hat sich ja erledigt. Aber es muss weitergehen. Es muss gekämpft werden, das Tor dicht genagelt werden. So, jetzt müssen die Jungs aber auch nochmal. Oh, da war es! Tor. Ganz wichtiges Tor. Und da steht es jetzt auch 1:1. Ich habe erst es klingeln gehört. Ich dachte, das geht voll dran vorbei, weil ich habe das Tor jetzt eigentlich gesehen. Ich habe es nur gehört. Ich habe es nur so ein Dong. Man hat es gehört. Also ich muss schon eine Wahnsinnsgeschwindigkeit drin gehabt haben. Patrick Morsch, du hast ja gerade geschrieben, es kommt ja so vor, als im Vergleich zum Vorjahr abgebaut haben in Bezug auf die Zuschauerzahlen. Ich könnte mich mal dahinter klemmen. Wir haben zu Hause tatsächlich noch alle Berichte damals vom letzter Saison. Ich könnte das mal prüfen tatsächlich. Hatte ich eh vor, mal zu gucken. Danke von Daniel Freutz. Wir haben angenehme Stimmungen. Stimme. Jetzt habe ich es gesagt. Tor, und da Tor, ist das zweite. Jawohl. Sehr schön. Jetzt steht es 2:1. Und da sieht man wieder. Es kann sich alles drehen. Also jetzt noch. Wir haben 15 Minuten Spiel, beziehungsweise 15 Minuten und 47 Sekunden Spielzeit. Es kann noch einiges passieren. Wir waren da schon mal. Echt? Ja. Also der Harz kämpft. Ja. Tor. Und da ist das. 3:1. Gott, die Leute freuen sich. Ja.
Grüße aus Luxemburg. Oh, hallo Luxemburg. Slava hinterher. Schön gehalten. Schön gehalten. Jetzt nur noch. Und rennen, und rennen, und rennen. Dass sie das Tor gerade nicht treffen, ne? Also wir. Das ist so schön frei. Ja, die machen das, die können das nur mit Torwart. Mit 6 Spielern ist das natürlich dann auch, ne? Wir verfallen wollen noch ein Tor. Ja, wir auch anscheinend. Oh. Hauptsache, es verletzt sich jetzt nicht nur einer in den letzten Sekunden, weil das ist unnötig. Oh. Stehen aber beide wieder. Tor. Und da ist noch das Tor. 4:1. Jens Kaprott, das stimmt nicht ganz. Zedel ist auch ein Dorf und wir haben auch ein gelbes Schild mit schwarzer Schrift. Ja. Aber da steht, glaube ich, noch Gemeinde drunter, ne? Gemeinde Zedel. Genau. Dankeschön, Alexander Woltering. Wir sehen uns aber gleich noch bei einem Interview. Das werde dann ich führen. Interviews mache ich für gewöhnlich nicht. Also ich hoffe, dass das gut werden wird. Der Schiedsrichter guckt erstmal schön auf. Ja, alles klar. Und das war's. Die 3 Punkte haben wir. Wir sehen uns gleich noch zum Interview. Genau. Mit 2 Spielern oder wie auch immer, wir was wir noch mal, organisieren was wir können. Vielen Dank.